Oh Mann, wie geht es weiter? Müssen wir vielleicht irgendwie innen rum oder so? Komme ich hier hoch? Hier komme ich nicht hoch, okay. Hier komme ich rüber. Dann komme ich auch hier hoch. Und dann Sektor Zone B, Sektor 10. Da drüben war diese Tür, damit kommen wir in den Innenbereich wieder, nehme ich an. Aber ob uns das weiterführt? Wie komme ich denn jetzt wieder darüber? So irgendwie. Okay. Und da geht's hoch, genau. Einmal so. Boing. Hopp. Und ich habe keine Ahnung, ob ich dadurch jetzt... Ich komme da nicht dahin. Never. Und auch da hoch komme ich vielleicht in den Rum, ja, aber darunter komme ich auf keinen Fall. Damit es einfach mal weitergeht, schauen wir jetzt mal rein. Beziehungsweise wir kommen doch sogar von hier drinnen, oder? Also wir waren hier auf jeden Fall schon. Achso, ist schon offen. Hey, mein Fehler. Okay. Der sieht ja lustig aus, der Typ hier. Ich höre doch da schon wieder irgendwo was. Was in... Okay, wir sind maximal ausgerüstet. Die kann ich auch nicht mitnehmen. Aber der Typ hier, der sieht so aus, als ob er keinen Spaß gehabt hätte in der letzten Sekunde. So, lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt kommt. Aha. Ah, wer bist denn du? Schau mal einer an. Uah, das sind ja gleich zu zweit. Alter. Ah, wo kommen die denn alle her hier? Au. Jawohl, den Zahn nehme ich mit und stecke ihn dir ins Auge. Erstmal. Ich glaube, ich spreng mich gleich selber. So, Kollege. Au! Was, sind schon wieder zwei? Okay. Rinnen, jopp. So, du bist auch noch dran. So. Und den hier noch. Komm schon. Na also. Es geht doch. Alter Latz. So, da haben wir Munition. Okay, was haben wir hier jetzt Schönes? Das sieht hungrig aus, der Gute. Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation. Heilung. Sehr schön. Hier sind noch News. York Personnel Samuel Hayden. Bevor Samuel Hayden starb, stellte er eine detaillierte Anleitung und Entwürfe für einen neuen Körper fertig. Einen bionischen Automaten mit einem plasmatronischen Kern. Einem biomechanischen Gehirn. Jetzt. Samuel verfügte, dass seine Stirnlappen und Temporallappen intakt bleiben sollten, während die Funktionen seines Parietallappen und Occipitallappens überbrückt und mit dem plasmatronischen Kern verbunden werden würden. Samuels Persönlichkeit, Gedächtnis, Verstand und Begriffsvermögen sollten auf dieses neue Gerüst übertragen werden. Seine Wahrnehmung und mathematischen Fähigkeiten würden jedoch drastisch verstärkt werden.
Angetrieben von einem Agentspeicher und später einem Agentakkumulator erwies sich dieser kybernetische Transfer als Erfolg. Samuel kehrte größer, stärker und furchterregender als zuvor zurück. In einem 3 Meter großen Mechanoiden, als seine Entscheidung, eine derart große mechanische Erscheinung zu wählen, in Frage gestellt wurde, erwiderte Samuel: Die Zukunft der Menschheit zu bestimmen, ist eine gefährliche Sache. Man weiß nie, ob man nicht vielleicht einmal einen Helden braucht. Stammzellen und neurale Konditionierungsmittel sorgen dafür, dass sich seine organischen Bestandteile, insbesondere das Gehirn, insbesondere sein Gehirn, ständig neu bilden. Er existiert nur bereits seit 130 Jahren und man geht davon aus, dass seine natürliche Lebensspanne nicht begrenzt ist. Es heißt, sein Körper sei schon lange verstorben, aber seine Seele lebe für immer. Ich weiß ja nicht, ob das so ein Wunschtraum ist eigentlich, ne? Also, keine Ahnung. So, was haben wir hier noch? Hier laden wir was runter. Automap gespeichert, sehr geil. Haben wir das auch mal wieder gefunden. Wir haben hier jetzt aber, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir in diesem oberen Bereich, das war klar. Und da hinten geht's dann wahrscheinlich lang. Ich schalte mal kurz auf 2D um. Hier geht's dann hinter und so weiter und so fort. Und der eine Bereich da unten, der wird uns vermutlich irgendwie ein Geheimnis bleiben. Ich habe keine Ahnung, ob wir da nicht irgendwie vielleicht noch hinkommen. Aber momentan sehe ich da erstmal schwarz. Nein, kommen wir nicht von hier? Von hier kommen wir doch. Okay, ich muss nochmal raus, Schlüsselkarte holen. Schau mal einer an. Okay, ich hol mir das Ding. So, vierfach Schaden macht sich schon glatt bezahlt, würde ich sagen. Bam. So. Oh. Mein Jung, so nischt. Bam. War klar, dass der jetzt kommt. So, jetzt weiß ich auch, wie dieses Ding hier funktioniert. Ziemlich cooler Scheiß. So, wir haben's. Waffenpunkt erhalten. Das wird alles mitgenommen. Hier haben wir wieder einen Anzug, Prätoren-Anzugspunkt. So, sehr schön. Da können wir eigentlich auch mal ganz kurz Kontrolle machen. Jetzt haben wir drei. Ausrüstungssystem, Verstärker, Effektivität, Geschicklichkeit braucht allerdings 4. Umweltwiderstand wären 2, dann hätten wir einen übrig. Machen wir mal. Fässerspaß. Explosive Fässer richten bei dir keinen Schaden mehr an. Das ist auch interessant. Aber die Fässer nutze ich eigentlich zu selten, muss ich sagen. Also halt, hä? Wie, was? Wieso bin ich jetzt hier unten? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte wieder hoch. Ach, verdammt. Na komm her, Mann. Raus damit. Na, wo haben wir sie denn? Hier ist sie, die Gatling. Oh, das war aber schön schnell. Da ist noch einer. Au! So. Haben wir sie jetzt. Hier unten war da nicht noch Heilung? Oder habe ich die jetzt schon komplett aufgesammelt gehabt? War schon. Schade.
Oh fuck. Ja, wenig Gesundheit, das bin ich mir absolut bewusst. Und das ist extrem uncool. Oh, fuck. Alter. Die sind brutalst. Mann, Mann, Mann. Nochmal, das Ganze, wa? So, also. War das schon hier? Nee, oder? Ja, erstmal hier hoch. Dann wieder die ganze Rüstung einsackeln. Den haben wir. Und ich werde jetzt mal noch ein bisschen Munition sparen bei der Gatling hier, bei der Chain Gun. Wo geht's hier denn lang? Ach, da. Ah, okay. Wir hätten also auch physisch hochgehen können. Verstehe. Also physisch, ne? Physisch. Geil. Oh, jetzt. Komm schon. Ein bisschen Plasma. Plasma tut auch dir ganz gut. Minjung. So. Au. Was? Oh, oh. Oh, hier war gar keine Heilung. Hier ist nur blöde Rüstung. Hier gibt es ein bisschen Munition wenigstens. So, jetzt dürften sie doch wahrscheinlich gleich kommen. So, mein Freund, komm her. Ah, so einfach kann's gehen. Und schon haben wir das Ding hier bezwungen. So, kann ich's jetzt? Nein, kann ich noch nicht mitnehmen. Da oben gibt's auch nichts. Gut, dann geht's jetzt da hinten rein. Vielleicht führt uns da ja jetzt irgendein Geheimgang. Doch da runter oder so. Ach, ich... keine Ahnung. So, was haben wir hier? Monster Mankobus, das hatten wir doch schon. Unautorisierte Exkursionen in die Sperrzonen außerhalb der Basis sind verboten. In sicherer Entfernung werden höchst instabile Artefakte untersucht und empfindliche Experimente durchgeführt. Ihre Sicherheit in diesen Bereichen kann nicht gewährleistet werden. Wunderbar. Alter. Wow! Ach, gibt's die auch noch, ja? Ich weiß, das ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen hier mit dem Ding da, aber ist mir gerade so egal. So, jetzt geht's dafür nochmal richtig ab wahrscheinlich. Alter, geh weg! Ah, dammit! Nein! Ah, verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Es geht so heftig zur Sache einfach, das ist... Ich habe klatschnasse Hände, das ist unbelievable! So, das haben wir, das haben wir. Du hältst die Klappe. Ich will dich haben.
Da ist er. So, da hält auch sein Schild nicht mehr stand. Und da ist der Laserhannes gewesen. So, ich glaube, das ist nicht so clever, hier unten zu stehen. Aber wir müssen sowieso vorher diese blöde Kugel da vernichten. Ich gucke jetzt nur mal, ob ich... Aha, da habe ich doch was Schönes. Was bist du denn? Codex-Eintrag freigeschaltet. Datenbank Mega-Heilung. Dieses Stimulans ist die erste und bisher einzige erfolgreiche Kombination aus UAC-Technologie. Aha, die Dämonen verwenden veränderten Sekunden. Ja, bla, okay. Gibt uns also Mega-Heilung. Das finde ich gut. Wir haben jetzt 200 von 200, also sind voll aufgerüstet. Haben wir hier unten noch irgendwo was? Nein, wir dürfen da auf keinen Fall reinfallen, weil sonst sind wir unter Strom. So, jetzt machen wir uns einmal an die Geschichte hier ran. Das ging zügig. Au. Hallo? Willst du jetzt nicht langsam mal drauf gehen hier? Du gehst auf jeden Fall mal drauf. Oh. So, du hältst mal die Klappe. Nein, die ist extrem ungünstig, diese Waffe hier. So, jetzt klauen wir dir den Zahn. Und dann ist der hier noch fällig. Mit der Dreifach-Lafette und... War's das? Nein, da oben ist noch einer. So, und da ist noch was. Alter! Ich mach mir ins Hemd hier. Leck mich doch am Sack. Nein! Pass mal auf. So. Ruhe. Da haben wir gleich wieder Nachfülltank. Und durchatmen. Alter. Es ist so hart. So, wie komme ich da hoch? Da komme ich nur hier. Ah doch, hier komme ich hoch. Schau einer an. Ja. Hallo? Ja gut, Heilung ist voll, kann ich nicht viel mit anfangen. Hier haben wir noch 150 Schuss. Schau einer an. Was? Ihr schon wieder? So, erledigt. Aber die waren doch immer zu zweit, dachte ich. So, da ist noch einer. Heilung. Kommt hier hinten noch mehr? Aha, das nehme ich mit. Und zwar liebend gerne. Warum kann ich das denn nicht? Jetzt habe ich doch nicht mehr volle Heilung. Da hinten gibt es noch Munition. Das sollten wir uns auch nicht entgehen lassen. So, so, so. Ah, hier ist, glaube ich, diese
U-Bahn, die wir da nutzen sollen, beziehungsweise diese Magnetbahn oder so, wurde uns ja gesagt, dass wir die nutzen sollen. War, glaube ich, in der Aufnahme dann nicht mehr zu hören. Gibt's hier drüben noch irgendwas? Aha. Hier müssen wir lang. Und hier müssen wir lang. Und dann, stehen wir da. Hier hoch. Hier rüber kann ich nicht. Nein. Okay. Einmal, zweimal, dreimal. So, dafür bekommen wir ein bisschen Heilung zurück. Ich hole mir kurz das Zeug hier. Dann schaue ich mich nochmal kurz um, ob es vielleicht eventuell Notfallsperrung war. Klar, noch Rüstung irgendwo rumliegenderweise gibt. Nein, hier gibt es aber dafür so ein Kügelchen, die ich immer noch nicht auseinanderhalten kann, was da was ist. Ob es jetzt hast, vierfach Schaden oder... whatever. So, völlig Latten. Hauptsache, wir rocken das Ding hier. So, jetzt Achtung. Was haben wir? Wir haben die Hass. Yes, baby. Ah, nein, lass mich raus hier. Okay, er ist tot. Da ist noch einer gewesen. Und dann kommen natürlich die auch wieder. War ja klar. So, der ist auch erledigt. Ja, das war jetzt Verschwendung, aber okay. War auch mal wieder nett anzusehen. Und wir haben einen Waffenpunkt dafür erhalten. Auch schön. Nochmal einer. Ich glaube, ihr seid verrückt. Da ist ein Dickerchen. Da ist Rüstung. Na toll. Schnapp ich mir gleich mal. Oh, ich dachte schon, ich stürze ab. Okay. Waffenpunkt erhalten, Speicherpunkt erreicht. Alter. So, das nehme ich mit. Hier haben wir noch einen schönen Text. Monster Kakodämon. Ja, Kako ist er tatsächlich. Wenn der Kakodämon die Anwesenheit der Lebenden spürt, verfolgt er sie gnadenlos, bis er nah genug daran heran ist, um mit seinen mächtigen Beißwerkzeugen nach ihnen zu schnappen. Bei der Jagd hilft dem Kakodämon seine psychoaktive, betäubende Gallenflüssigkeit, die er über beachtliche Distanzen spucken kann. Trifft die Galle, wird die Wahrnehmung des Opfers verzerrt und seine Beweglichkeit eingeschränkt. Der Effekt hält zwar nur kurz an, oft genügt dieser kurze Zeitraum der schwerfälligen Bestie aber, um an ihr Opfer heranzukommen. Der Kakodämon also. Ja, so schaut's aus. Was können wir eigentlich, können wir mit dem Ding hier irgendwas? Ich meine, es sieht ganz nice aus, ne? So. Könnte ein Raumschiff sein oder so. So wie man es sich vorstellt eigentlich, ne? Nice. Aber wir können nichts damit anfangen, deswegen gehen wir doch einfach hier rein.